Hallo Jürgen, ich habe gestern eine Fehlinformation an dich weitergegeben. Das ist mir dann eingefallen, als ich im Auto saß. Ich möchte es ja sofort berichtigen. Und um es nicht allzu lange erklären zu müssen, via Facebook, via Tastatur und irgendwelchen Messaging-Systemen mache ich dir ganz kleines, kurzes und schmerzloses Video. Ich hoffe, das ist okay für dich und du hast noch keinen Nachteil erlitten durch die Fehlinfo. Okay, dann kommen wir zur Sache. Unter dem Menüpunkt Lightroom und Voreinstellungen kommen wir zu dem Katalog bzw. zu den gesamten Voreinstellungen vom Programm. Ich glaube, bei euch ist es unter Datei, aber das weißt du selber. Wechsel oben auf das Registerblatt externe Bearbeitung. Dann hast du hier in dem zweiten Bereich die Möglichkeit, ja, auszuwählen, was du hinzufügen willst. Zu diesem Kontextmenü via rechte Maustaste und Bearbeiten in. Dann suchst du dir den Pfad, wo deine, ja, bei euch Exe-Dateien liegen für diese NIC Collection und wählst dir das HDR aus. HDR war das, was bei dir gefehlt hat. Es würde mit jedem anderen, ja, genauso funktionieren. Okay, ich habe HDR gewählt. Jetzt musst du nochmal auf dieses Dropdown-Menü aktuelle Einstellungen als neue Vorgabe speichern. Zack. Dann kannst du einen Namen vergeben. HDR FX Pro, wie hieß das noch? Pro 2, da steht es, jawohl. Erstellen. Dann ist die Sache eigentlich schon erledigt. Du kannst es wieder zumachen. Gehst dann auf ein x-beliebiges Bild, rechte Maustaste, bearbeiten in unserem Fall HDR FX Pro 2, zack. Dann hast du hier deine Einstellungsmöglichkeiten, bearbeiten. Und jetzt, wenn alles geklappt hat, sollte dieses, ja, HDR FX 2 auch kommen. Das tut es auch. Passt jetzt nicht ganz in meinen Aufnahmebereich rein, aber das ist nicht so schlimm. Im Prinzip hast du gesehen, um was es geht. Jedes andere lässt sich genauso hinzufügen. Schnelles Beispiel zur Verfestigung. Lightroom, Voreinstellungen, Registerblatt, externe Bearbeitung, Pfad auswählen. Ja, ich nehme jetzt mal dieses Vivezza. Auswählen. Dropdown-Menü. Aha, das hat schon mal gegeben, das macht nichts. Aktuelle Einstellung als neue Vorgabe speichern. Vivezza 2. Erstellen und dann ist es geschehen und soll auch verfügbar sein. Rechte Maustaste bearbeiten in Vivezza 2. Okay, jetzt hast du 10. Schön, dass es passiert. Ich hatte es schon drin, habe es einfach nochmal reingeschoben. Dann zeige ich dir gleich, wie du einen falschen Eintrag wieder loswirst. Gleicher Weg. Lightroom, Voreinstellungen. Wieder oben Registerblatt, externe Bearbeitung. Dann hast du hier die Möglichkeit, einen Eintrag auszuwählen. Es geht jetzt um dieses Vivezza 2. Ich klicke es an und dann kann ich hier unten auf Vivezza 2 löschen. Zack, dann ist der Eintrag weg. Löschen. Selbe mache ich nochmal. Vivezza 2 auswählen. Nochmal auf das Dropdown-Menü. Vivezza 2 löschen. Zack. Jetzt sind diese beiden Einträge weg. Gleiches würde mit jedem anderen genauso funktionieren. Das Prinzip, glaube ich, hast du verstanden. Sorry für die Fehlinformation von gestern und ich hoffe, das ist heute damit ja ausreichend wieder gut gemacht. Danke, ciao.